Okay, also herzlich willkommen. Ich heiße Thekla Leinemann. Ich bin seit 20 Jahren als Grafikdesignerin unterwegs, habe sehr viele Kurven in meinem Lebenslauf, verschiedene Ausbildungen gemacht, verschiedene Schulausbildungen abgebrochen und lebe halt seit 2016 als Digitalnomadin, bin viel unterwegs. Habe viele verschiedene Leute kennengelernt, hatte auch angefangen, einen Blog darüber zu schreiben, bis ich dann irgendwie wieder auf eine neue Idee gekommen bin. Also ich bin sozusagen die Expertin für Perspektivwechsel, für Änderungen, für neue Ideen generieren. Und ich wollte diese Session jetzt eigentlich gerne so aufbauen, dass ihr halt konkret mit, also ich würde euch erstmal was erzählen, aber dass ihr konkret halt mit Dingen, die euch beschäftigen, wo ihr nicht weiterkommt, wo ihr sagt, da brauche ich Hilfe, hast du eine Idee, dass ich euch dazu was sagen könnte, wie ihr auf eine neue Idee kommen könntet, könnt ihr euch auch eine neue Idee präsentieren, vielleicht sogar aus dem Stegreif. Aber es muss nicht nur um Projekte gehen, es kann halt auch darum gehen, dass ihr vielleicht euer Lebensstil gerade ändern wollt und euch nicht so richtig traut. Am Ende würde ich euch 3, 4 Bücher empfehlen können, die davon handeln, sein Denken umzustellen. Und es geht auch ein bisschen am Rande um dieses Thema, warum bleibe ich immer an derselben Stelle stecken. Also ich wollte das jetzt weniger als Vortrag aufbauen, mehr als eine Mischung aus Vortrag und halt Fragestellung und Frage beantworten. Hat denn jemand von euch konkret irgendetwas, was er oder sie gerne besprechen würde, hier an diesem Platz, oder wollt ihr euch lieber ein bisschen zurücklehnen und mich labern hören? Hast du irgendwas? Also du musst es jetzt noch nicht erklären, mich würde es nur vorab noch einmal interessieren. Gibt es noch mehr Leute, die konkret was haben? Also muss ich euch ja was erzählen, okay. Ein wesentlicher Teil von wenn man an Projekten arbeitet, ist ja, ich weiß nicht, ihr seid ja aus ganz unterschiedlichen Branchen. In der Kreativbranche hat sich etwas etabliert, das nennt man jetzt Design Thinking. Das ist ja das große Ding jetzt, werden viele Workshops angeboten. Und für mich ist das natürlich in Fleisch und Blut übergegangen. Ich mache das einfach so. Das bedeutet halt, dass man, wenn man etwas, ein neues Projekt angeht, dass dann diese Brainstorm-Phase steht. Also natürlich macht man erstmal eine Erhebung. Klar, erstmal die Theorie, die Hausaufgaben, wer ist der Kunde, was ist das Projekt und so weiter. Aber das lassen wir jetzt mal außen vor, das ist mir zu strategisch. Halt, wenn es in den Bereich Brainstorming geht, haben die meisten Leute innerhalb eines Unternehmens das Problem, dass sie sich nicht trauen, ihre Ideen vorzutragen in diesem Brainstorming, weil sie denken, dass ihre Idee blöd ist. Oder sie werden halt abgeschmettert nach dem Motto, nee, das haben wir noch nie so gemacht. Das ist etwas, wo man halt ein Bewusstsein für entwickeln muss, dass immer, wenn man in solchen Situationen ist, wo Ideen gefordert sind, sei es, dass man bei sich selbst Ideen kreiert für etwas, als auch, wenn man in einer Gruppe oder für ein Unternehmen oder in einem Unternehmen arbeitet, dass man ganz gezielt dieses Bedürfnis, sich zurückzuhalten, unterdrückt, sozusagen, dass man oder darüber hinausgeht, dass man für sich selber einfach verinnerlicht, dass die Ideen, die man in den Raum stellt, dass die natürlich auch die anderen Leute berühren, die in diesem Raum mit sind oder egal in welcher Situation man jetzt ist, auch wenn man sich mit sich selber allein Ideen kreiert, dass man die aufschreibt, egal wie abwegig und blöd sie sind. Und dieses Aussortieren und halt konkret werden, das steht erst am Ende. Am Anfang steht immer, dass nichts zu blöd ist, sondern dass man unbedingt jede Idee, die hochkommt, zulassen muss. Wie man diese Ideen generiert, ist zum Beispiel, indem man Fragen stellt. Viele Leute, die ich kenne, haben mir mal gesagt, zum Beispiel, wenn sie durch ihre Stadt gehen, sie nehmen viele Dinge nicht wahr.
Und da ich in meinem Leben über 30 Mal umgezogen bin, auch durchaus in verschiedene Städte, habe ich jedes Mal natürlich was völlig Neues gesehen, weil ich da ja frisch war. Und die Leute war sehr teuer. Ich bin deswegen auch nie auf Reisen gewesen, weil ich immer umgezogen bin jedes Jahr. Nein, halt die Menschen kriegen halt, wir Menschen kriegen einen Tunnelblick, weil so funktioniert ja das Gehirn. Wir lernen etwas, ordnen das ein und wenn wir uns in einer vergleichbaren oder ähnlichen Situation befinden, dann rufen wir dieses erlernte Wissen ab. Alle unsere Fortschritte basieren auf dem, was wir schon kennen. Das heißt, ab einem gewissen Alter neigt man dazu, immer nur zu repetieren, weil man hat sich einen Weg zur Arbeit angeeignet, den man eigentlich immer fährt. Man hat sich einen Weg zum Supermarkt angeeignet, den man immer fährt. In dem Supermarkt, wenn man da schon 20 Mal war, dann geht man irgendwann dieselbe Strecke. Also ich meine, würdet ihr das auf euch zutreffend empfinden oder würdet ihr sagen, nein, mache ich nie? Erwischt? Nein, es ist tatsächlich so, dass wir Menschen immer mehr Dinge, Einflüsse ausblenden, weil wir sonst auch völlig überfordert werden nach einer Zeit. Und da fängt es zum Beispiel an, dass man, wenn man anfängt neu zu denken, dass man dann auch anfängt, seine Umwelt anders wahrzunehmen, Dinge anders zu machen. Eine Empfehlung ist zum Beispiel, seine Zähne mal mit der linken Hand zu putzen. Das fand ich irgendwie total klasse. Ich musste das mal machen, weil ich die rechte Hand in Gips hatte. Und das bewirkt tatsächlich, wenn man zum Beispiel normalerweise Rechtshänder ist, Dinge mit der linken Hand zu machen, ganz gezielt, bewirkt eine Umstellung im Kopf, weil ja die rechte und die linke Gehirnhälfte, die linke steuert ja die rechte Hand und die rechte Gehirnhälfte die linke Hand, dass da mehr Kommunikation und Austausch unter den beiden Gehirnhälften entsteht, wenn man Dinge mit der anderen Hand macht, also mit der nicht führenden Hand. Man eben seinen Alltag, wie gesagt, mal anders macht, dass man, wenn man immer denselben Weg zur Arbeit nimmt, ich meine, wenn man eine Zugverbindung nehmen muss, kann man dem Lokführer oder der Lokführerin schlecht sagen, fahr heute mal bei Düsseldorf oder mal bei München. Da kann man dann höchstens mal einen anderen Zug nehmen oder sich mal rückwärts zur Fahrtrichtung setzen, weil man sonst immer in Richtung der Fahrtrichtung sitzt oder mal einen anderen Zug oder ein anderes Abteil nehmen. Aber wenn man mit dem Auto fährt, Fahrrad oder zu Fuß, das war bei mir als Kind schon so, nach der Schule bin ich stundenlang weg gewesen, weil ich bin mit dem Bus zur Schule gefahren worden, weil ich auf dem Lande groß geworden bin. Und nach der Schule bin ich dann aus dem Schulgebäude raus und dann bin ich überall rumgelaufen, habe hier einen Hund begrüßt, dann ein Pferd gestreichelt und zig Umwege gemacht. Und ich bin wirklich Stunden weg gewesen und meine Eltern waren zum Glück nicht da, weil meine Mutter auch nachmittags berufstätig war. Die haben es nicht mitgekriegt, aber dadurch ist mir nie langweilig geworden und ich habe nie ein eingefahrenes Bild von meinem Weg bekommen. Dann Kinder fragen. Immer wenn man an einer Idee arbeitet, ist es mit sensationellen Ergebnissen verknüpft, wenn man dieses, ich sage es mal, vielleicht Problem oder die Situation, wo man eine Lösung oder eine neue Idee für braucht, wenn man das mal mit Kindern kommuniziert, weil Kinder haben diese eingefahrenen Denkweisen nicht und die haben eine völlig andere Perspektive und mit was die rüberkommen, wer da nicht von lernen kann, weiß ich auch nicht, Kinder sind einfach solche wundervollen Quellen für solche Dinge, hatten wir vorhin in dem Vortrag ja auch, wo der Sohn von der einen dann meinte, wieso, da ging es darum, dass halt man einen Fehler gemacht hat in seinen Sketches und was denn da für eine Lösung für angeboten würde und da hat der Junge gesagt, naja, man macht den Fehler einfach immer wieder, dann ist es kein Fehler mehr, dann ist es normal. Also von daher kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr mit irgendwas stecken geblieben seid, kommuniziert das mit Kindern, kommuniziert es am besten mit Menschen, die mit dieser Sache, mit dieser Situation oder mit dem Problem überhaupt nichts zu tun haben. Weil indem ihr zum Beispiel den Menschen das erklärt,
passiert es schon, dass ihr im Kopf sozusagen, wenn ihr das jemandem erklärt, der oder die keine Ahnung davon hat, müsst ihr schon anfangen umzudenken. Das heißt, dann in dem Moment fängt euer Gedankengebäude schon an, sich zu öffnen, weil diese Person aus einer anderen Blickrichtung guckt. Und um ihr das zu erklären, braucht ihr andere Worte, ihr öffnet euch einfach. Ihr könnt es halt auch, ihr könnt Skizzen machen, ihr könnt das vortanzen, also all diese Dinge setzen halt nur voraus, dass man sich frei macht von dem Gedanken, dass bestimmte Abläufe immer sein müssen. Also dass eine Ideenfindung immer so abläuft, dass man auf das Problem starrt. Weil, ich meine, es gibt dieses schöne Zitat von Einstein angeblich, wo er sagt, wenn du einen Hammer hast, sieht jedes Problem wie ein Nagel aus. Dass man halt, wenn man sich im Laufe seiner, meistens betrifft es ja auch die Arbeitswelt, dass man, wenn man dort sich Strategien angeeignet hat, die benutzt man automatisch immer wieder. Würdet ihr das so aus Erfahrung bestätigen? Oder seid ihr welche, die das nie machen? Fragt ihr auch immer gleich jemand anders, wenn ihr mal, ja? Danke. Also natürlich ist nicht alles, was man routiniert macht, eingefahren und muss geändert werden. Natürlich hat man sich irgendwas selbst optimiert zum Beispiel. Genau. Aber man wird trotzdem erst später merken, dass das, was man da immer wieder gemacht hat und man gut und ja, richtig gemacht hat, meint man, doch nochmal anders machen kann. Und dafür braucht man eben Perspektivwechsel. Ja. Ja. Das Die Perspektive ist da ja auch tatsächlich wortwörtlich zu nehmen. Du kannst dich auf einen Stuhl stellen und dein Problem aus der Perspektive betrachten. Du kannst dich auf den Bauch legen oder auf den Rücken und dein Problem aus der Perspektive betrachten. Du kannst nach rechts oder nach links gehen. Du kannst zum Beispiel fragen, was würde eine 80-jährige, fünffache Großmutter dazu sagen? Was würde ein Dreijähriger dazu sagen? Was würde eine 16-jährige Teenagerin dazu sagen, die gerade ihre erste Liebe gewonnen hat? All diese Dinge, halt, diese sogenannten Kreativitätstechniken, die sind halt so vielfältig. Also ich habe dafür kein Programm, logischerweise bin ich ja kreativ. Ich nehme mir immer dann das, was ich brauche. Und als Beispiel, schönes Beispiel, ich habe mal mit einem Unternehmen zu tun gehabt, die in der Kunststoffbranche sind und die haben, das war jetzt sehr kreativ, schönes Geräusch, die haben für die Mineralölindustrie gearbeitet. Die Mineralölkonzerne haben Tankstellen und diese Tankstellen sind halt mit Kunststoffteilen ausgerüstet. Diese Beschilderung, die man sieht, die von hinten beleuchtet sind, die Tresen von bis, also auch dieses Ganze, wo die Zapfsäulen sind. Über den Zapfsäulen hängen immer so Beschilderungen, wo man sieht, was man da tanken würde. Und solche Sachen, all diese Dinge hat diese Kunststofffirma, also es ist Kunststoffformguss quasi, hergestellt. Und die haben gemerkt, dass die Mineralölkonzerne, dass also die ihre Tankstellen zusammengestrichen haben mal eine Zeit lang. Also das war jetzt nicht in der großen Ölkrise, so alt bin ich auch wieder nicht, aber halt dieser Kunde hat es mir so kommuniziert, dass sie halt Absatzprobleme haben, weil ihnen die Kunden schrumpfen. Warum auch immer, egal. Jedenfalls wollten die gerne in die Retail-Branche, also zum Beispiel Supermärkte, die Lebensmittel verkaufen oder wie auch immer. Also jeder Supermarkt hat ja auch, fast jeder Supermarkt hat ja auch Tresenbereiche, hat Außenbeschilderungen und in die Branche wollten sie rein, aber sie hatten keine Referenzen. Und nun hat der Chef da vor mir gesessen und hat gesagt, ja, wir wollen in diese Branche, tun Sie was. Ich so,
ich habe überlegt und sie hatten mir erzählt, dass in der Mineralölbranche, da gibt es so technische Standards, die diese Kunststoffteile erfüllen müssen. Die müssen die höchste Stufe, was Feuerschutz anbetrifft, erfüllen. Die müssten die höchsten Sicherheitsstufen in so ziemlich allen Bereichen erfüllen. Und deswegen habe ich dann zu ihm gesagt, wenn sie die höchsten Sicherheitsstufen in jeder Form erfüllen können, machen Sie doch das zu Ihrem Aushängeschild für diese Branche. Sie sagen, wir können schon die höchsten Ansprüche bedienen. Wir würden jetzt gerne in eine neue Branche expandieren. Also ich denke, so dieses, was sagen Sie, die haben das, die, den Gedanken gehabt, sie können nicht in die Branche expandieren, weil sie dort noch nichts gemacht haben. Und sie machen ja nur für Tankstellen, also sind sie nicht interessant für Retailer. Und sie standen halt vor dieser Wand und ich meine, meine Problemlösung ist jetzt vielleicht nicht die weltbewegendste schlechthin, aber es war ein Aufhänger, um zu sagen, da könnt ihr ansetzen. Und das ist halt typisch für diesen Perspektivwechsel, dass man halt das Problem zwar erörtert, aber dann einfach sich seitwärts, vorwärts hin und her bewegt, bis man im wahrsten Sinne des Wortes eine andere Perspektive auf das hat, was man da sieht. Das kann man auch grafisch machen auf einem Blatt Papier. Die Möglichkeiten sind da unendlich. Ich habe auch bei mir selber das... Ich habe auch bei mir selber das Problem im privaten Bereich auf eine sehr kreative Weise gelöst. Ich hatte vor einigen Jahren die Situation, dass ich einfach meine Kreativität ausgebrannt hatte, wusste nicht mehr, wie es weitergehen soll, habe dann eine Karriere als Kellnerin gestartet und festgestellt, das ist es auch nicht. Und dann war ich völlig am Boden zerstört und musste aber von irgendwas leben. Und hatte kein Geld mehr, konnte die Miete nicht mehr bezahlen und habe mich schon auf der Straße sitzen sehen. Und in dieser Notsituation, die eben auch keine große Lösung mehr offen lässt, weil wenn man kein Geld hat und die Miete nicht bezahlen kann, landet man zwangsläufig irgendwann auf der Straße. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe überlegt, gibt es denn nicht irgendetwas, für das ich nützlich wäre? Was wurde mir sozusagen in die Wiege gelegt? Und wo, in welchem Umfeld würde ich mich halt so wohlfühlen, dass ich zu mir selbst finde und dass ich wieder Kraft schöpfen kann. Und dann bin ich sehr weit zurückgegangen bis in meine Kindheit und habe mich daran erinnert, dass ich als Kind habe ich immer aus Lego so einen riesigen LKW gebaut, so in der Größe. Und mit diesem LKW bin ich durch die Wohnung meiner Eltern gereist und in dem Auflieger war meine Wohnung, mein Pferd und mein Porsche. Und ich habe in meiner kindlichen Welt in diesem Auflieger gelebt und konnte immer hingehen, wo ich wollte. Und da habe ich gemerkt, das fühlt sich so richtig an, dass ich gedacht habe, okay, ich kann mir die Wohnung eh nicht mehr leisten, dann habe ich die Wohnung gekündigt. Habe alle meine Sachen bei Freunden untergebracht, einen großen Teil verschenkt, verkauft, wie auch immer. Und dann habe ich mich im Internet schlau gemacht und siehe da, es gibt noch mehr von dieser Sorte, die nennen sich Digitalnomaden oder Digital Nomads. Das sind halt viele, die unterwegs sind und keinen festen Wohnsitz haben. Und ich habe mich dann in diese Community begeben und habe festgestellt, dass das halt mich tatsächlich im Laufe der Jahre, wie gesagt 2016 habe ich damit angefangen, aus meiner Sackgasse komplett rausgeholt hat. Es ist jetzt ein sehr drastischer Schritt, kann ja auch nicht jedem zur Nachahmung empfehlen, man muss dafür gemacht sein. Aber was ich damit verdeutlichen will, ist einfach, dass auch da, ich habe über Jahre hinweg immer wieder versucht, mit derselben Problemlösung ranzugehen, wie das Umfeld halt auch so ist. Du musst arbeiten, du musst einen Job haben, du musst dies, du musst das. Und das hat mich so fertig gemacht, so konnte ich nicht mehr leben. Und wenn die Kreativität nicht mehr fließt, kann man in einem kreativen Beruf natürlich auch schlecht Geld verdienen. Und somit
bin ich auf die Art und Weise wieder so offen geworden und habe gemerkt, dieses Umherreisen bedeutet ja auch, dass du in jeder Stadt wieder vor eine neue Aufgabe gestellt wirst. Du musst dich orientieren, du hast eine andere Sprache, andere Beschilderungen. All diese Dinge fügen ja einen ständigen Perspektivwechsel zu, weil ich konnte mich auf nichts mehr verlassen. Und auf einmal war ich dann total im Fluss mit der Veränderung, so wie sich das für mich am besten anfühlt. Ich meine, nicht jeder kann solche Dinge machen, wie gesagt. Aber vielleicht ist es ein bisschen eine Inspiration, den Geist zu öffnen und zu sagen, ich würde mich trauen, einfach mal zurückzugehen, aufzuschreiben, was hat mich ausgemacht oder was konnte ich besonders gut, bevor ich stecken geblieben bin. Also man muss doch zurückgehen, man sollte nur nicht in denselben Fußstapfen wieder nach vorne gehen. Das ist halt der wichtige Punkt. Bei allen Dingen, die ihr verändert wollt, wisst ihr wahrscheinlich auch, ich meine, ihr seid ja auch nicht so. Also die Sache ist nur halt, man vergisst es bei sich selber meistens. Also ich kann es anderen auch gut predigen, dass sie ihren Mind open halten sollen. Wie heißt das auf Deutsch? Ihren Geist offen halten sollen. Aber ich selber merke auch, dass ich immer mal wieder feststecke und mit meinem Hammer auf dem Nagel rumkloppe, obwohl das schon total krumm geworden ist. Also ich habe, wie gesagt, auch noch einige Bücher über Kreativitätstechniken und Mindset-Änderungen und so weiter, die zeige ich euch zum Schluss noch an. Irgendwie ist es jetzt deutlich lauter geworden. Jetzt ein bisschen runterdrehen, danke. Was, wenn ich dich jetzt fragen darf, möchtest du, soll ich dir das Mikro mal geben, möchtest du mal was fragen, wo du denkst, du könntest Hilfe gebrauchen? Ja, ich überlege schon seit längerem, mich selbstständig zu machen, weil ich ein sehr großer Querdenker bin. Ich habe immer viele Ideen, aber ich stehe mal alleine da und ich suche Mitstreiter. Und vielleicht hast du einen Tipp, wie ich Gleichgesinnte finde. Internet? Nein, also es ist tatsächlich so, dass wenn man sich, sage mal nicht diese Mann-Perspektive, die ist immer ein bisschen doof. Also wenn du dich mit deinem Thema auseinandersetzt, tauch einfach für dich selber immer tiefer ein und geh halt danach, was sagt dir auch dein Bauchgefühl, wo leitet es dich hin? Weil ich hatte häufig die Situation, dass ich auch dachte, ich brauche Mitstreiter und habe letztendlich festgestellt, dass die Mitstreiter oder Mitstreiterinnen meine Idee gar nicht fördern würden. Jeder ist ja in seinem eigenen Fahrwasser. Klar, hier in der WordPress-Community ist, sag ich mal, das Fahrwasser, wo alle drin sind, geht so ziemlich in eine Richtung, aber es ist ja auch nur, weil das große WordPress da drüber ist. Innerhalb der Community verfolgen die Leute ja schon ihre eigenen Strategien und jeder verdient auf seine Weise Geld damit. Also ich kann dir empfehlen, halt, wie gesagt, immer tiefer eintauchen für dich erstmal, recherchieren, ganz viel drumherum recherchieren und die Mitstreiter findest du auf jeden Fall in Communities. Ich weiß nicht, ich hatte so den Eindruck, dass du sehr vielfältig unterwegs bist. Ich habe eine Community kennengelernt von einer, wie heißt die, ich komme jetzt nicht drauf, aber die nennt die Leute Multipotentialites. Das ist eine Amerikanerin, die bloggt darüber, hat auch ein Buch darüber geschrieben, wie man als jemand, der sehr vielfältige Interessen hat, seine Kräfte in die richtige Richtung bringt, ohne dass man sich auf eine Sache, die man machen möchte, konzentrieren muss. Sie erklärt, wie man mit ganz vielen verschiedenen Dingen, die einem liegen, trotzdem vorankommen kann, also parallel sozusagen, wie man das verknüpfen kann. Ich kann dir auch hinterher, vielleicht fällt mir der Name nochmal ein, noch ein paar Sachen dazu geben, aber ich habe festgestellt, dass so etwas auch Zeit braucht. Also wenn du mit einer Idee schwanger gehst, solltest dich nicht erst darauf konzentrieren, im Außen das zu finden,
was du brauchst. Ich weiß ja nicht, wie lange arbeitest du schon an deiner Idee? Schon länger oder erst kurz? Ich kann dir nur empfehlen, tauch tiefer ein. Und diese Recherche bedeutet ja auch, dass man rund um das Thema recherchiert. Es ist häufig so, so war es ja bei den Digital Nomads geschehen auch. Ich habe in dem Moment, wo ich wusste, es gibt Digital Nomads, und die machen im Prinzip das, was ich auch machen will. Dadurch habe ich im Internet logischerweise immer Anknüpfungspunkte gefunden. Und da ist das Internet ja super praktisch für, weil in echt hätte ich die ja nie getroffen, weil da, wo ich wohnte, da gibt's keine. Die trifft man meistens in Tarifa oder in Thailand auf irgendwelchen schönen Inseln, sitzen da mit ihrem Laptop am Strand. Das kann ich dir empfehlen. Ich kann dir empfehlen, diese Suche nach den Mitstreitern und Mitstreiterinnen parallel laufen zu lassen, aber hinter dir. Weil erfahrungsgemäß ist es so, dass die Menschen, die man trifft, schon in ihren eigenen Dingen drinstecken. Es sei denn, das Thema, was du machen willst, zum Beispiel, wenn du von vornherein eine Gruppe brauchst, dann ist es natürlich was anderes. Aber würdest du uns sagen, was du genau machen möchtest? Oder ist dir das noch zu vage? Ja, also das ist mir zu vage. Nur es ist halt in heutiger Zeit so, dass man, wenn es etwas aufwendiger ist, so schafft man das alleine gar nicht. Das ist natürlich ein Glaubenssatz. Also du bist ja schon sozusagen der Zündfunke des Ganzen. Ja. Und hast du dir schon ein Konzept gemacht? Hast du es schon mal aufgeschrieben, zumindest für dich selbst? Also bisher noch nicht. Aber ich weiß halt so, dass man auch mit mehreren Menschen zusammen also besser vorankommt, weil durch die Vielfältigkeit oder so sieht man also mehrere Aspekte dieser Sache. Und da kommt man also besser voran in der Gemeinschaft. In gewisser Hinsicht ja, allerdings... Die Frage ist, kannst du denn das, was du machen willst, von vornherein den anderen so vorstellen, dass sie auch in deine Richtung fließen? Oder ist es so vage, dass die gar nicht verstehen, worum es geht? Und die Frage ist, können die damit Geld verdienen oder können sie damit soziale Anerkennung verdienen? Warum sollten sie den Grund haben, mit dir da arbeiten zu wollen? Haben sie da irgendeinen Nutzen von oder... Das ist ja etwas, wir Menschen sind ja manchmal so drauf, dass wir gerne möchten, dass die anderen uns helfen, weil wir das Gefühl haben, wir können das nicht alleine. Die Erfahrung, die ich aber inzwischen gemacht habe, ist, dass das ein großer Irrtum ist. Dass die Basisarbeit muss von mir selbst kommen. Und dann, wenn die Basisarbeit, wenn die Hausaufgaben gemacht sind, wenn das Konzept steht, dann fließen die anderen automatisch da rein. Dann kriegt es eine gewisse Anziehungskraft, wenn das Konzept gut ist und wenn man damit rausgeht. Aber erstmal irgendwas visualisieren bringt für mich selber den Vorteil, dass ich schon mal durchdacht habe. Und jetzt, wenn du das grobe Konzept hast und du dann in diese Phase gehst, dass du dich in deinem bekannten Umfeld umhörst, was denkt ihr darüber? Die Sache ist, dass wenn du schon eine Idee hast, dann würden dich solche Leute, die dann sagen, das ist ja alles scheiße und Blödsinn, und die würden dich dann nicht stören, weil du schon deine Richtung im Groben rausgefiltert hast. Das ist nämlich die Gefahr. Wenn man oder wenn ich andere Leute um ihre Meinung frage, kriege ich natürlich deren Meinung. Für Ideen finden ist das wunderbar, aber wenn man ein konkretes Projekt hat und auch eine Richtung einschlagen möchte, muss man natürlich bedenken, wie es in meinem Fall halt auch war, als ich mich entschlossen habe, Digital Nomad zu werden. In meinem Umfeld gibt es halt keine und alle meine Freunde haben natürlich gesagt, oh Gott, das kannst du nicht machen, du gehst verloren, du lebst auf der Straße, das funktioniert nie. Aber es funktioniert und ich, darf man natürlich nicht so laut sagen, aber seit 2016 habe ich so gut wie keine Miete mehr gezahlt.
Ich konnte halt das Geld, was ich verdient habe, in meine Projekte stecken. Natürlich die Reise, ich war auf der Iberischen Halbinsel unterwegs mit meinem Auto, hat auch Geld gekostet, aber ich habe immer möglichst günstig getankt und bin auch nicht jetzt aus Spaß rumgefahren. Der Roadtrip war immer nur so, dass ich zur nächsten Station und dann habe ich dort eine Weile gewohnt. Aber ich habe fast immer Unterkünfte gefunden, die ich nicht bezahlen musste, weil ich House-Sitting gemacht habe oder weil ich Menschen getroffen habe, die gesagt haben, sie wollen eine Künstlerin unterstützen und sie haben den Platz in ihrem Haus eh. Komm her, zieh ein, leiste mir Gesellschaft, lass uns abends eine Flasche Rotwein leer machen. Also was sich da so entwickelt hat, das ist sensationell, das hätte ich auch vorher gar nicht planen können. Natürlich sagen dann die Nächsten gleich, du bist so eine Art Schmarotzer, du wohnst umsonst. Ist es aber nicht, denn ich habe mir am Anfang der Reise zum Beispiel auch zur Aufgabe gemacht, dass ich dahin gehe, wo die Leute auch einen Nutzen von mir haben. Also ich muss jetzt ja nicht einen Schweinkram machen, aber halt so, ich kann halt also quasi zu jedem Thema irgendwelche Lebensberatungen geben. Ich kann im Haushalt helfen, ich kann mit dem Hund spazieren gehen, ich habe so viele Möglichkeiten gehabt, mich zu revanchieren. Und manche Leute haben auch einfach gesagt, sie wollen gar keine Revanche, sie wollen mich einfach unterstützen, weil sie das total klasse finden. Da kommt jemand, der hat keinen Wohnsitz, der ist unterwegs und voll gut, erzähl mir alles. Und das kannst du vorher nicht planen. Aber wenn du erstmal in diesem Fluss drin bist und in dem Thema dich rein recherchierst, dann werden sich auch immer wieder neue Aspekte ergeben und dann werden sich auf die Art und Weise auch Aspekte ergeben, die du jetzt noch gar nicht anvisieren kannst, denn du kannst ja immer nur Fragen stellen, aber die Antworten, die du dir selbst gibst, die kommen immer aus dem heraus, was du schon kennst. Ist doch logisch, die kommen nie aus dem heraus, was du noch nicht kennst. Du hast vielleicht eine vage Idee, aber frag dich selbst was, wo kommt die Antwort her? Dann muss man halt Ich bin da eher so auch so ein bisschen in der spirituellen Ecke unterwegs, New Age und so weiter. Das ist halt so, dass man sozusagen, man stellt die Frage quasi ins Herz oder in den Körper und wartet, dass die Antwort von außen kommt. Aber da musst du schon eine sehr, sehr konkrete Frage stellen, damit du dann, manche würden vielleicht sagen, es ist gechannelt oder so, aber es ist tatsächlich, dass die, so mache ich das halt auch, wenn ich eine Lösung brauche für etwas, wo ich absolut nicht weiß, wie die Lösung aussehen könnte und auch sicher sein will, dass die Lösung nicht aus meiner Erfahrung kommt, dann stelle ich diese Frage sozusagen ans Universum ganz konkret und gehe auch so gefühlsmäßig nach innen und warte und irgendwann tut sich etwas auf. Ich treffe einen Menschen, ich lese ein Buch, ich werde von irgendeiner Idee am Kopf getroffen, auf dem Weg zur Straßenbahn oder sowas. Es ist sensationell, nur Voraussetzung ist, dass man sehr konkret fragt, sonst verliert man sich. Die Mitstreiter kommen, wenn du da richtig eingestiegen bist, das kann ich dir versprechen. Aber du darfst sie halt nicht ausnutzen. Habt ihr denn noch tendenziell Interesse, die vier Bücher, die ich da rausgesucht habe, zumindest einmal auf dem Monitor zu sehen? Warte mal hin. Ach so, das hier hatte ich vorhin noch rausgesucht. Kennt ihr das? Diese Frau, die sich dreht, das ist zum Beispiel eine sehr schöne Übung, wenn man mit seinen Gehirnhälften arbeiten will. Je nachdem, welche Gehirnhälfte dominant ist, sieht man, dass die Frau rechts rum oder links rum dreht. Und ich kann die hin und her wechseln. Ich kann es im Kopf umstellen und kann die mal so rum drehen lassen. Das ist sensationell. Ich liebe das. Die ist auch ziemlich berühmt, heißt irgendwie Tanzende Frau, GIF oder so. Könnte mal, die habe ich jetzt bei YouTube gefunden. Aber es ist klasse, oder? Wer kann die hin und her, also wer kann mal so rum? Ja. Ja, super. Aber
Ach du schrecklich. Aber hier sieht man, dank Algorithmen kann man hier schon tolle Ideen finden. Also die Bücher, das ist übrigens mein Logo, das hatte ich da nur hingesetzt, damit man das hier nicht sieht. Ihr seht jetzt meine Amazon-Wunschliste, aber ich wusste mir auf die Schnelle nicht anders zu helfen. Jetzt geh doch mal Liste anzeigen. So, da habe ich als erstes, das finde ich ganz inspirierend, Paul Aden, das war, der hat große Werbeagenturen in den USA geleitet. Das Buch habe ich gelesen, es sind hauptsächlich Bilder und ein paar nette kleine Erklärungstexte drin. Finde ich super inspirierend. Da geht es wirklich um Kreativsein allgemein. Das sind jetzt keine konkreten Techniken. Dann, wer konkrete Kreativitätstechniken lernen möchte, da empfehle ich das hier. Der Mario Pricken ist in der Werbeagenturbranche eine große Nummer. Der hat ganz viele Kreativitätstechniken entwickelt. Man sieht, das Buch gibt es, glaube ich, auch nur noch gebraucht, wenn ich das richtig sehe. Also es ist aber sehr empfehlenswert. Und zu dem Buch, also von diesem Autor gibt es auch ganz viele Bücher, also auch aktuelle. Ihr müsst nicht dies kaufen, das ist auch sehr teuer. Dann hätte der Autor hat auch so Spielkarten entwickelt, mit denen man Kreativitätstechniken lernen kann. Das kann ich auch sehr empfehlen, die sind super. Also ich habe ein Set, aber es gibt natürlich verschiedene. Wer jetzt in die Richtung gehen möchte, überhaupt sich mal mit dem Thema auseinanderzusetzen, wie kann ich mein Denken ändern? Dieses Buch ist auch schon etwas älter, aber ich fand es halt wahnsinnig inspirierend. Die Autorin, eine junge Wissenschaftlerin, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, aus Berlin, glaube ich, die Nathalie, die erklärt das, wie da schon unschwer zu erkennen ist, anhand der Quantenphysik, wie man da sein Denken öffnen lernt. Das ist auch sehr schön geschrieben. Also es ist, sie erklärt die Quantenphysik auch so, dass man es versteht. Und dieses, da gibt es auch eine deutsche Version, da weiß ich aber nicht, wie die heißt. Das arbeite ich gerade durch. Und dieser Gay Hendricks, der Autor, ist auch sehr bekannt. Es ist so ein bisschen Richtung New Age, aber nicht ganz. Also er erklärt sehr nüchtern, wie man dieses Problem, wenn man das Gefühl hat, man bleibt immer an derselben Stelle stecken mit seinen Entwicklungen oder dass man halt, was gerade bei Firmeninhaberinnen und Inhabern ein Problem ist, wenn man einfach über einen gewissen Erfolgsquotienten nicht hinauskommt, dann erklärt er, wie man aus dieser Falle rauskommt. Der gibt auch Workshops und so weiter, kann ich sehr empfehlen. Ein guter Mann, der Gay. So, das war es von meiner Seite aus. Ich hoffe, ihr könnt ein bisschen was mitnehmen, auch wenn es jetzt kein Fachvortrag war. Und ich kann euch nur ermuntern, da eben selber einfach auch euren Weg zu suchen. Und es gibt natürlich zu dem Thema Bücher ohne Ende. Zieht euch die rein. Dankeschön. Thank you.